Was ist denn hier los? Schon viel besser. Nun, besser ist wohl ein geflügeltes Wort. Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Du hast auf den unendlichen Kosmos geblickt und mich beschwört in dieser zugegebenermaßen niedlichen Form, nur damit ich dich unterrichte über Drachen. Schließlich ist niemand besser geeignet, dich über die Drachenreiche zu unterrichten, als ich. Nun gut, mein kühner Schützling, einverstanden. Wir beginnen mit Macht. In den Drachenreichen existiert Magie nicht nur, sie sind Magie. Und woher kommt diese Magie, fragst du dich womöglich? Von den Drachen natürlich. Jeder Einzelne mächtig, jeder Einzelne eine Bereicherung, wenn du zur rechten Zeit am rechten Ort bist. Der Schatzdrache bietet dir Gold oder uralte Artefakte an, solltest du ihm begegnen. Sei nur nicht gierig. Eines pro glücklichem, sterblichem Kunden, versteht sich. Natürlich sind Schätze nicht alles, was dich auf deiner Reise erwartet. Mach dich auf den Weg zu den Drachenschreinen und du wirst im Kampf mit wundersamen Effekten gesegnet, die du brauchen wirst. Nehmen wir zum Beispiel Pandoras Bank. Die Champions in, nun ja, andere Champions verwandelt. Oder Opferpakt, womit du Leben gegen Erfahrung eintauschen kannst und, genau. Ein Besuch bei einem Schrein augmentiert wahrhaftig deine Fähigkeiten, aber es sind Drachenaugmentierungen. Und sie sind daher weitaus bemerkenswerter als alles, was Sterbliche erfinden könnten. Und heb nächstes Mal bitte die Hand. Also, wo war ich? Oh ja, während einige Drachen durch die Reiche streifen, sind andere an sie gebunden. Astral, Wutschwinge, Flüsterer, Schimmerschuppe, Jade, Trugbild, Orkan. Ein Drache für jedes der sieben großen Drachenreiche. Ein starker Start. Diese recht imposanten Kreaturen können dazu überredet werden, für dich zu kämpfen, wenn du dir ihre Dienste leisten kannst. Wie du dir sicher vorstellen kannst, stellt jeder Drache eine Art Magie dar. Du tätest also gut daran, dir ihren Namen einzuprägen. Astral. Es ist wirklich nirgends schöner als zu Hause. Ich meine, wir sind so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Durch eine Fügung des Himmels kannst du interstellare Gunst in Form einer Astralkugel erhalten, die deine Chancen auf eine Astraleinheit beim Händler erhöhen. Fang lieber mit dem Wünschen an. Ich weiß, Feuer und Drachen, so ein Klischee. Aber du denkst zu engstirnig und zu langsam. Die Wutschwingen spüren das Feuer nicht nur, sie nehmen es in sich auf. Sie steigern ihre Wutleiste bis hin zu einem wutentbrannten Kampfrausch. Hast du Angst vor Drachen, die nachts umherstreifen? Nun solltest du auch. Die Flüsterer stehlen nämlich Rüstung und Magieresistenz von ihren Gegnern. Auf die starken, leisen Typen muss man immer Acht geben. Und wer sagt, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist, hm? Die Magie der Schimmerschuppen kann mit ihren Gegenständen, die mit deinem Gold stärker werden, geradezu blendend wirken. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin grün von Neid. Allein ist es gefährlich. Warum bringst du also nicht eine Armee? Das ist schließlich die Jade-Strategie. Jade-Statuen beschützen auch im Schlaf, aber werden sie angegriffen, dann wachen sie irgendwann auf. Wenn das nicht genug Verstärkung ist, die Statuen werden umso mächtiger, je mehr Jade-Einheiten du hast. Nein, deine Augen trügen dich nicht.
Trugbild ist das wechselhafteste der Drachenreiche und nimmt nur Gestalt an, wenn es gerufen wird. Die einzige Gewissheit ist, dass Trugbilder ihre Vorgehensweise von Kampf zu Kampf ändern, wodurch du dich anpassen und auf den Sieg fokussieren kannst. Wo habe ich ihn schon mal gesehen? Die letzte Station auf unserer Tour durch die Drachenreiche ist Orkan. Für geringere Lebewesen schlägt der Blitz nie zweimal ein. Aber für Orkan? Blitze sind ein konstanter Strom, der deinen Gegnern schadet und sie betäubt. Lass es sie bereuen, dass sie deinem Sturm trotzen wollten. Sag mir, fühlst du dich belehrt? Inspiriert? Das war es nämlich. Der Unterricht ist vorbei. Was? Hast du gedacht, ich würde dir alles über die Drachenreiche erzählen? Wo bliebe denn da der Spaß? Natürlich gibt es noch mehr zu sehen und noch so viel mehr zu lernen. Die Klassifikation von Champions, andere einzigartige Entdeckungen in den Drachenreichen, alt und neu. Du bist doch ein unternehmungslustiger Sterblicher, also finde es heraus. Ich bin mir sicher, dass deine Taten herrlich zu beobachten sein werden.